Hallo meine Lieben. Oh, wartet mal. Kamera verrutscht. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute haben wir ein wunderschönes Riesentauschpaket von der lieben Simone. Ich freue mich mega. Ich zeige euch das nur mal kurz so ein bisschen, weil das ist echt riesig. Und so, dass man die Adresse nicht sieht, ne Leute. Wartet. Ah, okay, da steht keine Adresse drauf. Von der Seite steht es nicht drauf. Boah, das ist echt schwer. Guckt euch dieses Riesenpaket an. Wow, ich freue mich so. Und könnt ihr euch vorstellen, wie anstrengend das war, dieses Paket einfach stehen zu lassen? Ich habe das, glaube ich, seit Dienstag, meine ich. Und ich war so gespannt, da reinzukommen. Ich freue mich jetzt auch so. Und dann legen wir nämlich gleich mal los, weil das ist randvoll bis oben hin, Leute. Bis oben hin. Ganz oben drauf waren zwei so süße Karten von der lieben Simone. Die habe ich natürlich schon gelesen. So, wieder mal was trinken, sorry. Heute wären es auch wieder 30 Grad. Jetzt gerade geht es noch, es ist bewölkt draußen. Ja, dann legen wir einfach mal los. Ich greife einfach rein, es ist nicht sortiert. Ich habe keine Ahnung, was da alles drin ist, aber es ist so, so viel. Und ganz oben drauf, bitte. Wie süß ist das denn? Ananassocken, Leute. Ananas. Ich freue mich mega. Ehrlich, ich finde die so niedlich. Es müsste auch meine Schuhgröße sein, denn ich als Dame habe natürlich Schuhgröße 41. Ne? Naja, sucht man sich halt nicht aus. Aber die sind so süß. Die sind so richtig süß und die haben oben, wisst ihr das, Leute, die haben so einen Komfortbund. Weil ich bin ja schon eine alte Dame und ich hasse nichts mehr als Socken, die einschneiden. Kennt ihr das? Oh. Deswegen kaufe ich mir immer Oma-Socken mit Komfortbund. Die sind nämlich sehr bequem. So, genug gequatscht. Jetzt geht's los. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich bin richtig aufgeregt, Leute. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst nehmen soll. Ich greife einfach rein. So, als erstes haben wir hier von der lieben Claudi von Duftmädchen die Schmetterlingsparty. Wieso macht meine Kamera das? Guck mal, das sieht aus wie so Pastell. Das ist nicht Pastell, das ist Neonfarben. Naja, ist ja egal. Das sind zwei so neonfarbene Schmetterlinge, einmal in Gelb, einmal in Pink. Jetzt muss ich nur noch aufkriegen. Entschuldigt, dass ich ab und zu mal rausschaue. Mich irritiert das. Ich denke die ganze Zeit, es regnet gleich. Ich muss nachher gleich noch zum Hermes. Ich muss mich noch ein Paket wegbringen, ne? Ja, okay, und die Schmetterlingsparty, die ist sehr floral. Ich rieche das frisch geschnittene Gras. Ich glaube nämlich, das ist da auch tatsächlich drin. Die ist mir eine Spur zu dolle, Leute. Die ist mir eine Spur zu dolle. Schade. Aber Simone und ich haben ausgemacht, wenn dem einen etwas nicht gefällt in dem Tauschpaket, dann dürfen wir das einfach weitergeben. Und ja, man muss ja nichts behalten, was einem nicht gefällt. Und ich bin wirklich, ich bin davon überzeugt, irgendwann findet dieser Duft jemand, der ihn richtig, richtig liebt. Von daher leider nicht so meins. Ist mir ein bisschen zu stark floral und diese Grasnote, die ist mein Endgegner. Jetzt aber was ich sehe, was mir bestimmt richtig gut gefällt. Und es ist einfach ein ganzes Melt. Ein ganzes Melt hat diese Frau da reingelegt. Marzipan-Kirschtörtchen von Wachsmaki. Das ist riesig. Diese, guck mal bitte, hallo, so groß wie mein Gesicht, diese Tüte. So. Und das Melt ist auch riesig. Also, ich weiß nicht, kann ich es rausnehmen, ohne dass es anfängt zu schwubbeln? Nee, es geht. Oh, und dieser Duft, Leute. Ich liebe Marzipan, ich liebe Kirschen. Der ist wunderschön. Ein wunderschöner Bäckerei-Foodie-Duft. Ich tue es jetzt mal wieder rein. Ich schnupper gleich nochmal, aber oh, ich will nicht, dass das irgendwie schmilzt. Weil es ist schon recht heiß. Jetzt kriege ich doch nicht wieder rein. Doch. Oh. Boah, ist der schön. Also der ist hier, Simone, der. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich liebe ihn. Der ist wunderschön. Der ist richtig geil. Gefällt mir sehr. Dann haben wir hier von, ich glaube, es ist Duftmädchen. Ja, Duftmädchen.
Heißt das Jolly's Green Apple Candy? Ich bin manchmal nicht so gut in den Namen von Claudi. Ich kenne nicht alle Düfte von Claudi. Oh ja, und das. Boah, okay. Oh. Das ist richtig grüner. Richtig, richtig so ein grüner Apfel. So bam in your face, so ganz künstlich. Aber irgendwie schon geil. Wie so saure Apfelbonbons. Ja, also ich bin ja, ihr wisst ja, ich habe es jetzt schon eine Trilliarde Mal gesagt, ich mag Fooddüfte nicht so gerne und auch keine Süßigkeitendüfte und so weiter, aber der ist richtig schön. Und auch hier dieser Törtchenduft ist ja auch ein richtiger Bakery-Duft, der ist sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Auch der gefällt mir sehr gut. Vielen Dank, liebe Simone. So, dann haben wir hier von Village Candle Glacial Spring. Wird das so ausgesprochen, Leute? I don't know. Aber auch wunderschön, dieses Label. Und von Village Candle habe ich gar keine Melts. Gar keine. Und der riecht, warte mal. Nee, ich dachte, vielleicht steht die Duftbeschreibung irgendwo. Ja, und der ist sehr frisch und sehr frische Wäsche. Also so richtig der erste Moment, das, was mir entgegenkam, war so Weichspüler. Nee, nicht Weichspüler, eher so frische Wäsche, so Leinen. Ja, das muss ich mal probieren, ob der mir nicht zu doll ist. Ich finde, der hat auch irgendwas Florales. Ja, interessant. Ich werde auf jeden Fall mal, da sind nämlich noch drei Würfel drin, einen testen. Kann aber sein, dass der so ein bisschen so einen Kopfschmerzcharakter hat. Sind da Maiglöckchen drin? Habe ich da Maiglöckchen gerochen? Ich weiß es nicht. Weiter geht's. Ah, witzigerweise habe ich euch gerade in dem letzten Video, das ich gedreht habe, im Anke-Düftel von diesem Duft erzählt, dass ich ihn liebe. Von Wachsmagie Honey Cider. Ich liebe den, Leute. Ich liebe, 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 liebe den. Der ist so geil, gell? Der ist so, so, so schön. Das ist einer meiner liebsten Düfte von Wachsmagie. Dieser süßliche Honig mit Honig mit den Gewürzen, die da drin sind. Herbstlich, weihnachtlich einfach. Wohlfühlen. Ich liebe diesen Duft. Wirklich, der ist so wunderschön, Leute. Ich hoffe, dass Andrea und Thomas den dieses Jahr wieder bringen. Weil der ist, Honey Cider ist wunderschön, wunderschön. Auch das Label, also diese Verpackung, wo der eigentlich drin ist, ist wunderschön. Das sind übrigens zwei so kleine Stern-Nuggets gewesen. Und einer davon, Leute, der zieht euch die Schuhe aus. Der fegt so durch die Bude. Den mache ich hier in meiner Teelichtlampe an. Den riechst du in der ganzen Wohnung. Der ist sehr, 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 sehr intensiv. Also ich glaube, ich muss da fast so einen halben Stern nehmen. Weil sonst hältst du das nicht aus hier drin im Wohnzimmer, ne? So. Das sind so viele schöne Sachen. Dann von In the Mood Design Frühlingsgefühle. Den hatte ich ja auch bestellt. Das war der, wo ich gar nicht so wusste, was ich über den denken soll. Den muss ich erstmal warm testen. Ja. Ja, oder riecht der jetzt hier anders gerade? Muss ich doch mal aufmachen. Jetzt mache ich den doch mal auf und schaue. Ja, ja, da riecht jetzt tatsächlich. Oder heute habe ich einfach eine andere Tagesverfassung. Nee, jetzt hat er wieder das, wo ich wieder nicht weiß, wo ich es einordnen soll. Nee, muss ich tatsächlich mal warm testen. Da teste ich aber, gut, ist ja egal, ob ich jetzt meinen oder den hier teste. Kann ich mir aber vorstellen, dass meine Freundin Katrin den bestimmt sehr gerne mag. So, weiter geht's. Duftzauberei Schwarzwald Fresh Linen and Cucumber. Klingt ja mal schön interessant. Simone, versorgt mich hier richtig mit so ganzen Sommerdüften. Ich sehe ja hier schon ein paar und kann auch drauf lesen. Also das ist richtig cool. Vor allem jetzt, wenn die Hitzewelle kommt sozusagen. Ja, und das ist interessant, Leute. Ihr habt tatsächlich so einen frische Wäschemoment und dieses Cucumber, dieses Duftöl, was Conny benutzt, finde ich, riecht tatsächlich nach Gurke. Also ihr riecht die richtige Wasser. Wassergurke. Wie heißen die jetzt nochmal? Salatgurken. Wassergurken. Salatgurken. Das ist,
Das muss ich mal warm riechen. Das ist eine krasse Kombination. Also gefällt mir. So. Was haben wir hier? Wachsmacherei Lila. Kenne ich nicht, aber sehr schön neonfarben. Sieht auf jeden Fall cool aus. Gott, Leute, das sind so viele schöne Sachen. Oh ja, okay. Kann ich nicht mal beschreiben, was das ist. Ich meine mir einzubilden, ich rieche Wassermelone. Wassermelone, etwas Florales. Und ich muss sagen, irgendwie riecht der hier unten nach Aceton. Eine ganz unangenehme chemische, sehr stark chemische Note. Puh. Keine Ahnung, was das ist. Oben riecht man es nicht, aber hier unten an dem Gelben riecht er echt schlimm. Boah. Weiß ich nicht, ob ich mich traue, den warm zu düfteln. Nee. Schnell was anderes. Dann von Duftzauberliebe Kiss You. Das ist ja ein süßes Meld, das muss ich euch mal zeigen. Das ist niedlich. Entschuldigung, ich habe voll durchgedreht. Das ist ein Herz mit einem Einhorn drauf. Guck mal, wie süß. Oh ja, oh, wow. Der ist toll, der hat was. Das ist Foodie. Der hat so eine gebäckige Note. Hier unten könnte es irgendwas mit Himbeere sein. Boah, der ist aber schön. Und sehr süßlich, sehr lieblich. Okay, lieblich nicht, es ist eher süß. Lieblich, sorry. Süßlich, Foodie. Auch so eine Candy-Note, Candy-Cotton-Note. Candy-Floss meine ich nicht, Candy-Cotton. Wow. Entschuldigung, jetzt kratzt mir an der Nase. Der ist richtig schön. Gefällt mir, weil von Duftzauberliebe habe ich nichts, gar nichts. Duftzauberei Waldmeister Vanillecreme. Den kenne ich und den mag ich auch sehr. Den fand ich sehr schön. Habt ihr bestimmt meinem letzten Aufgebraucht gesehen. Leider war er nicht so intensiv. Ich hatte ihn aber im Wohnzimmer gedüftelt und dieser hier darf jetzt in die Küche. Ja, den werde ich auf jeden Fall mal in der Küche testen, weil der ist ganz, also der gefällt mir sehr gut. Man riecht richtig diese Waldmeisternote und diese Vanillecreme einfach. Also der ist richtig toll. Gefällt mir auch sehr gut. Duftzauberei Schwarzwald Melon and Cucumber. Auch so süße Melz mit so kleinen Tatzen. Sieht niedlich aus. Und der ist mir ein bisschen, da ist mir die Wassermelonennote etwas zu dominant und zu künstlich. Der ist leider nicht so meins. Duftmädchen, Vocation Feeling. Hier fast so eine ganze Tafel. Oh ja, das ist auch ein sehr schöner Duft. Komm, steht's raus. Schön parfümig, aquatisch. Sonnencreme. Zoll DC eher vielleicht. Sehr hübsch. Sehr authentisch auch. Wirklich, als wärt ihr an so einem Salzgewässer, wo so eine leichte Brise kommt. Ihr seid mit Sonnencreme eingecremt. Und so riecht das. Richtig toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und er hat auch einen parfümigen Touch. Oh ne, jetzt habe ich das hier so verschnuddelt. Entschuldigt, aber ich denke immer, ich habe überall Glitzer. Und ich muss noch mal trinken. Aber ich weiß nicht, ob ihr es seht. Nee, wahrscheinlich seht ihr es nicht, aber ich habe so trockene Lippen. Gerade im Moment irgendwie richtig schlimm. Oh je. Oh je. In the Mood Design Maiglöckchenpuder. Maiglöckchen ist mein persönlicher Endgegner. Ich hasse Maiglöckchen. Jetzt bin ich gespannt. Ich rieche schon was.
Ja, okay, also die Babypudernote ist schon recht stark, so dass das Maiglöckchen ein bisschen abgedeckt wird. Aber auch Babypuder ist nicht so meins. Der ist mir leider auch ein bisschen zu extrem. Aber meine Freundin Katrin wird ihn lieben. So. Duftmädchen Paolo Santo. Und was da drunter steht, kann ich nicht lesen. Es könnte Patchouli heißen. Es heißt Patchouli, Leute. Entschuldigung, jetzt muss ich hier tausendmal drauf gucken, Simone, aber ich glaube, das heißt Patchouli. Paolo Santo und Patchouli. Gott, das kann ja nur schön sein. Ich liebe Patchouli. Es ist Patchouli. Es ist Patchouli. Gott, ist der schön. Gott, Leute, der ist wunderschön. Auch mit diesem holzigen von diesem Palo Santo heißt das, glaube ich. Und mit dem Patchouli. Parfümig, maskulin, holzig. Schwer. Wunderschön. Wunderschön. Ich freue mich schon auf den Herbst, weil da kann ich Patchouli richtig gut düfteln. Abends dann, wenn es kalt ist draußen und so eklig und ungemütlich. Oder auch mal im Winter, wenn man genug von diesem ganzen Zimtgedöner hat. Sehr, sehr, sehr geil. Entschuldigung, Simone. Es heißt Patchouli. Ich konnte es erst nicht so erkennen. Tut mir leid. Ich habe nämlich auch, ich habe ja so eine ganz schreckliche Schrift, Leute. Ich habe so eine ganz schreckliche Schrift. Aber anderes Thema, gell? Dann Soul Fragrances Funky. Auch hier so ganzen Riegel. Der ist zwar gebrochen, aber es ist ja nicht schlimm. Gucken wir uns mal an. Riechen wir mal. Ja, der gefällt mir auch. Er hat auch was Parfümiges. Was Florales. Einen ganz leichten frische Wäschetick. Ja, sonst kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Ja, doch schon recht starker frische Wäsche. Moment. Aber schön. Funky. Funky von Claudi. Gefällt mir. Ist aber bestimmt sehr intensiv. Da werde ich ein so ein kleines Stückelchen reinmachen, Leute. Eins. Mehr nicht. Sehr schön. Nein, das gibt's doch nicht. Guckt euch das mal an. Das ist ein Wachsmeld. Ein Wachsmeld, der aussieht wie ein Lutscher. Ich habe es auf YouTube immer mal gesehen und dachte, ach, das ist ja so süß, sowas hättest du auch gerne. Hast du das selber gemacht, Simone? Schreib mir das mal in WhatsApp. Das ist ja toll. Und das ist irgendwie so ein Raspberry-Tee-Duft. Ist das der Raspberry Tea Rose von Village? Weiß ich nicht. Will es jetzt nicht aufmachen, das ist viel zu schön, Leute. Aber riecht sehr gut. Das ist einfach ein Lolli, Leute. Was ist los? Ist das süß? Gott, ich laber und laber und laber und Rhabarber. Dieses Video kann stundenlang werden. Stundenlang. Wir haben ja noch nicht mal die Hälfte, Leute, und wir sind gleich bei 20 Minuten. Wir haben nicht mal die Hälfte. Okay. Duftmädchen Easter Flowers. Oh, gerade jetzt ruft natürlich jemand an. Wartet, ich muss das wegdrücken. So. War nämlich nicht wichtig, deswegen, also was heißt nicht wichtig? Meine Freundin hat gerade angerufen, aber ich habe sie jetzt einfach weggedrückt. Es wäre ja noch nie passiert beim Videodreh. Okay, ja, jetzt ich musste mal kurz lesen. Ja, und der Easter Flower ist mir, das ist mir, das, ja, das ist mir zu stark floral. Also, weil das ist ja richtig so mit Tulpen und Gedöne, so richtig voll eins auf die Zwölfe. Das ist mir leider zu viel. Schade.
Aber ich mag, es gibt auch blumige Düfte, die ich mag. Deswegen ist es gar nicht so abwegig. Was haben wir hier? Sensationals. Paris. Heißt das Paris? Es könnte Paris heißen. Sensationals. Da hat sie mir Gott sei Dank ein bisschen was eingepackt, weil ich kenne Sensationals noch gar nicht. Noch gar nicht. Ich habe nicht einen einzigen Duft von denen. Wow. Krass, okay. Boah, ist der schön. So ein richtiger Kräuter der Provence. Schön kräuterig, aber irgendwas Süßliches noch mit drin. Und ich glaube, das ist eine ganz starke Rosmarinnote, weil dieses Rosmarin wirkt so ein bisschen minzig manchmal. Gott, ist der schön. Boah, und wie intensiv der ist, Leute. Der ist wunderschön. Ganz, 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 ganz toll. Der gefällt mir richtig gut. Den muss ich unbedingt mal in der Küche düfteln. Also der ist richtig, richtig schön. Simone, danke, dass du mir den mitgeschickt hast. Gott, ist der schön. Ja, gefällt mir. Oh, hier ist noch einer von Sensationals. Enchanted. Könnte Enchanted heißen. Ja. Was ist das? Was ist da drin? Was bist du? Grüner Apfel. Fruchtig. Ist da, jetzt ist da bestimmt was ganz anderes drin, aber Enchanted. Leicht holziges. Den kann ich gar nicht so beschreiben. Also da kann ich gleich rausriechen, was da so drin ist. Aber er riecht schön. Und auch sehr intensiv. Auch sehr, sehr schön. Ah, das ist hier ein von Goose Creek. Wisst ihr, guckt euch das, ich sehe hier jetzt erst. Sieht denn verrückt, das ist ein komplett volles Klemmschill. Von Bergamot Mist. Den wollte ich die ganze Zeit schon mal testen. Weil auch allein dieses Label da mit dieser vernebelten Burg, was so ein bisschen düster aussieht. Sehr schön. Jetzt bin ich mal auf den Duft gespannt. Und das ist einfach voll. Ja, den muss ich mal warm riechen. Der ist jetzt kalt, nicht ganz so intensiv. Aber ich rieche was Zitrisches und ich rieche auch so eine, ja, so eine Wayne-Note so ein bisschen. Aber, ja, teste ich gerne. Dann haben wir hier Lost at Sea. Da haben wir noch die Hälfte drin, drei Bröckchen. Den kenne ich auch nicht. Und der riecht nach irgendetwas, was ich kenne. Der erinnert mich an was, aber ich kann es nicht greifen. Irgendetwas aus meiner Kindheit. Und ich kann auch gar nicht sagen, ist der jetzt aquatisch, ist der parfümig, ist der dies. Ich meine, was leicht Maskulines zu riechen. Ja, er riecht schön. Muss ich aber wirklich mal, die beiden muss ich tatsächlich mal warm testen. Schon wieder ganzes Clamshell. Du bist doch verrückt, Simone. Ganzes Clamshell von Balsam Fir. Wird das Fir ausgesprochen, Leute? Balsam 4? Nee, Balsam Fir. Ist höchstwahrscheinlich ein Nadelbaumduft. Oh ja, oh ja. Der riecht sehr schön. Der erinnert mich ein bisschen an Icicles and Evergreen von Scentsy. Und so ein bisschen wie Just For You. Aber der Just For You ist so ein bisschen süßlicher. Der ist sehr schön. Aber der zieht euch die Schuhe aus. Leute, ist der intensiv. Da muss man bestimmt aufpassen. Ein bisschen beim Dosieren. Ach, wie schön. Dann haben wir hier Glam Wax, Velvet, Rose and Oud. Das klingt ja interessant. Und ich glaube, dieses Glam Wax hat sie mir gesagt. Wax. Glam Wax ist aus den USA, meine ich. Velvet, Rose and Oud.
kann nur schön sein. Was soll ich sagen? Es ist traumschön. Es ist wunderschön. Diese wunderschöne, leicht pudrige, parfümige Rose mit diesem etwas erdigen, holzigen Oud. Das ist wunderschön. Es hat auch einen sehr, sehr starken. Es riecht doch ein bisschen noch nach Patchouli. Aber Oud und Patchouli geht, glaube ich, in die gleiche Richtung. In eine ähnliche Richtung so. Der ist sehr schön. Wow. Wow, ist der toll. Velvet Rose and Oud von Glam Wax. Richtig toll. Aber auch sehr intensiv. Sehr intensiv. Dann haben wir hier Duftzauberei Schwarzwald Barbershop. Den habe ich tatsächlich selber, aber als Scentshot. Und ich glaube, ich habe den noch nicht gedüftet. Ja, das ist ein sehr schöner, maskuliner, leicht holziger, bisschen frischer Duft. Ja, der ist schön. Kann man machen. Jetzt haben wir hier. Oh, süße Magnolie von Duftzauberei Schwarzwald. Nee, und der gefällt mir leider auch nicht. Da hat die Magnolie so eine leicht muffige Unternote. Nee. Nochmal Sensationals. Pacific Coast Hideaway. Mhm. Pacific Coast. Leute, Coast, nicht Cast. Wer lesen kann. Ich habe es heute nicht so mitlesen. Wow, und der ist schön. Okay, und der ist unfassbar vielschichtig gerade irgendwie. Ich rieche was Süßes, ich rieche was Zitrisches, ich rieche was Aquatisches. Das ist ja crazy. Der ist gerade, wow. Riecht so ein bisschen nach diesen zwei Zitronenbonbons, da erinnert er mich gerade dran, aber halt noch so eine wässrige und süßliche Note. Der ist aber schön. Wow. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Also Sensationals hat bisher gut abgeschnitten bei mir, würde ich sagen. Ach, wartet mal, Leute. Ich auf meinem Stuhl hier und mit meinem Rücken. Ach, so, jetzt geht's weiter. Nochmal Sensationals. Egypt. Und das kann mir ja nur gefallen. Ich liebe ja so Düfte. Ja. Im ersten Moment hat er einen ganz kleinen Tick von Warm Desert Wind von Yankee Candle. Auch so dieses Parfümige, dieses Schwere. Aber er geht nochmal nah an. Also wenn man mehrmals dran riecht, riecht man schon, dass es nicht Warm Desert Wind ist. Wind, Mind, whatever. Aber ist auch sehr schön. Dieser typische, diese orientalischen, schweren Düfte, parfümig. Bisschen gewürzig, so ein bisschen so eine Bernsteinrichtung, Sandelholz, Moschus. Toller Duft. Toll. Ich würde ja mal interessieren, wie die Labels da aussehen zu. Muss ich mir gleich mal bei Google anschauen. Sehr schön. Also es wird immer noch nicht lichter in diesem Karton, ne? Ich glaube, das soll heißen Yankee Candle Home Inspiration Daisy and Buttercups. Das heißt Yankee Candle Home Inspiration, ganz sicher. Das sind so selbst abgegossene Melz. Einmal so ein kleiner Kaktus und ein kleines Bärchen. Oh, schaut euch mal das Bärchen an. Wie süß. Ja, und Daisy ist ja Gänseblümchen. Und Buttercups, könnte Buttercups diese Butterblumen sein? Wisst ihr, welche ich meine? Diese wunderschönen gelben, die so glänzende Blätter haben? Weil das hier riecht gut. Also ehrlich, mir gefällt der Duft. Ja, und das könnten die sein. Keine Ahnung, ob das auf Englisch so heißt. Aber auf jeden Fall erinnert es mich dran. Es ist schon stark floral. Aber das ist ein angenehmes Floral für mich. Der ist aber schön.
wenn ich den Namen gelesen hätte, Daisies and Buttercups. Wisst ihr, wie weit ich da. Buttercups steht da, glaube ich, oder? Da wäre ich so weit gerannt, Leute. Aber der ist schön. Der gefällt mir. So, Wohlfühlmomente. Pamina? Heißt der Pamina? Weiß ich nicht. Ich kenne auch nicht alle Düfte von Doris. Oh, der ist auch toll. Wow, so ganz pudrig, parfümig, lieblich. Feminin. Leicht floral. Der ist sehr schön. Ja, gefällt mir auch ganz gut. Wartet, ich muss mal auf die Uhr gucken. 11:45. Um 12 Uhr geht hier wieder die Kirche los, Leute. Aber ich bezweifle, dass wir hier in einer Viertelstunde durch sind. Ich warne euch nur schon mal vor, ne? Dann von Soul Fragrances Vanilla Sandalwood. Kann mir ja nur gefallen. Er ist ganz wunderschön, parfümig, cremig, kuschelig. Das ist ein toller Sandelholzduft. Sehr schön, sehr schön. Mir tut langsam mein Po weh vom Sitzen. Bisher saß ich nämlich nicht so lange auf meinem Stuhl zum Drehen, weil ich habe davor noch ein Video gedreht. Sollte mich nächstes Mal auf einen bequemeren Stuhl setzen. Aber der hier ist so ein bisschen erhöht, wisst ihr? Dann Hockeschlitz so da unten und so schief und ja. So. Duftzauberliebe. Blackberry Lemonade. Oh, da bin ich aber mal gespannt. Ach, und der riecht echt interessant. Schön so eine künstliche Brombeere. Und so ein bisschen was Prickeliges. Ja, der gefällt mir auch. Den könnte ich mir jetzt tatsächlich auch bei dem heißen Wetter gut vorstellen. Muss aber mal schauen, weil die Brombeere doch sehr süßlich ist. Dann Goose Creek. Schon wieder ein ganzes Meld. Jetzt komme ich mir richtig blöd von meinem Tauschpaket. Ich glaube, ich habe viel zu wenig geschickt. Sorry, Simone. Cucumber Rain. Und der ist schön. Da ist die Gurke so nicht als richtige Salatgurke sozusagen zu riechen, sondern als frische Komponente. Mit dieser Whey-Note richtig schön, richtig schön. Jetzt bei der Hitze sehr geil. Sehr, sehr schön. So, was haben wir hier? Cheerful Candle, Bamboo Waterfall. Ja. Ja. Ich glaube, der hat so ein bisschen was Florales drin, was mir nicht so behagt. Den muss ich mal warm testen. Bamboo Waterfall. Hat aber eher auch so was Aquatisches und ja, dieser Bambus. Ich glaube, so Bambus ist generell nicht so meins. In the Mood Design Fernweh. Den hatte ich nicht gekriegt beim Restock. Und jetzt rieche ich dran, bestimmt ist der richtig geil und ich ärgere mich noch mehr. Ja. Der ist sehr schön. Ich glaube, da ist auch Patchouli mit drin. Etwas schwerer. Trotzdem parfümig und sehr angenehm. Quingle Candle, Sweet Pea. Ich glaube, da bin ich raus. Na, obwohl, der geht tatsächlich. Eigentlich mag ich so Sweet Pea-Noten nicht so gerne. Aber der ist schön. Ja, der gefällt mir richtig gut. Schön blumig, frisch, bisschen fruchtig. Ah, hier. Oh Gott, Leute, das ist ein Krümel weg. Das ist der komplizierteste Name der Welt. Von Wachsmacherei, dieser Japanese Hydrangea. Leute, steinigt mich bitte nicht, aber dieser Name, wer denkt sich sowas aus? Er ist so kompliziert. Ja, und der. Da muss ich mal kurz an meinem Stuhl hier versinken. Ach du heiliger Bimbam. Also der ist.
Also der ist so blumig in die Fresse rein. Entschuldigt, dass ich es jetzt so sage, aber der ist ja. Und dann rieche ich auch noch dieses Schnittgrün. Ich bin ein Traum. Nein. Was haben wir hier Schönes? Cool Water. Und von wem? Weiß ich nicht. Keine Ahnung von wem. Und der hat auch so eine Note, die mir nicht so gefällt. Ich kann es nicht mal sagen, aber das hat so leichten Kopfschmerzcharakter. Cool Water. Von weiß ich nicht wem. Dann von Traumdüfte Harmony. Ich glaube, den hatte ich selbst mal. Das ist ein. Entschuldigt, Leute. Ein ganz wunderschöner, leicht minziger Wohlfühlduft. Süßlich. Bisschen floral, der ist sehr schön. Den werde ich sehr gerne aufbrauchen und testen. Bubblegum und Cotton Candy. Oh je, das kann ja. Okay, der ist interessant. Ich glaube es ja gar nicht, Leute, aber ich glaube, ich mag so Bubblegum-Kattengedünne. Cotton-Gedünne. Den finde ich interessant. Den möchte ich in die Lampe werfen und testen. Sehr schön. Traumdüfte. Sehr, sehr schön. Dann geht's weiter mit Soul Fragrances Fluffy Gnomes. Oh Gott, die sind auch so süß. Guckt euch die an. Diese kleinen Gnome. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, der ist auch noch nicht so lange, so alt. 3.2022. Ja, ich meine nämlich, den hätte ich mal bei einem Restock gesehen. Und der ist hübsch. Der geht ganz, ganz stark in die Richtung Sensi Snuggle ab. So Baumwollblüte, so ein bisschen noch so in die Stargazing-Richtung. Wow, der ist schön. Fluffy Gnomes. Gefällt mir richtig gut. Aber das ist schon eher so ein schwerer Kuschelduft. Also den muss man meiner Meinung nach schon, da muss es kühler für sein. Aber ist der hübsch. Okay. Dann haben wir hier von Iceflower Butterscotch Marshmallow. Noch mit dem alten Label. Aber ich habe auch ein paar Düfte noch von ihr, die mit altem Label sind. Ja, Butterscotch, was ist das? Entschuldigt. Der hat auch so eine Karamellnote. So eine Toffifee-Note. Den teste ich mal. Ich kann so gar nicht sagen, ob ich den sehr mag oder ob ich ihn nicht mag, aber er ist interessant und den probiere ich sehr gerne mal aus. Cool. Dann Duftzauberliebe Sunshine. Oh ja, und der ist auch sehr schön. So ein ganz süßlich-zitrischer. Ja, süßlich-zitrisch. Gefällt mir. Leicht wässrig. Sehr, sehr hübsch. Gott, Simone, das hört ja gar nicht mehr auf, du. Coral Reef von Duftzauberei Schwarzwald. Nee, der hat irgendwas an sich, was ich nicht mag. Nee, der hat so eine Note, die mir nicht gefällt. Okay, mal trotzdem hier hinstellen. Duftzauberei Schwarzwald, Nordlichter. Auch noch so ein Täfelchen. Nee. Der hat auch wieder irgend so eine Unternote, weiß ich nicht. Die mir nicht so gefällt. Ich mag Connys Düfte eigentlich sehr, sehr gerne. Es gibt viele Düfte von ihr, die ich mag, aber den mag ich nicht. In the Mood Lavendelperlen kenne ich selbst, mag ich sehr. Wunderschöner Lavendelduft. Duftzauberei Schwarzwald, Mystic Dragon. Den habe ich, glaube ich, auch selbst. Das ist ein schöner maskuliner Parfumduft. Ja. Sehr schöner, parfümiger, maskuliner, leicht Patchouli angehauchter Duft.
den mag ich jetzt wieder, ne? Wohlfühlmomente Tamino. So ein kleines Herz noch dran, wie süß. Der ist auch schön. Und hat der so einen Kaffeemoment? Weiß ich nicht, was meine Nase gerade riecht. Ich meine, so einen leichten Kaffeemoment zu riechen. Aber der riecht richtig schön. Auch kuschelig. Leicht pudrig. Sehr hübsch. Wachsmagie Lebkuchen. Den kenne ich tatsächlich nicht, weil da habe ich noch nicht bei Wachsmagie bestellt. Ja, und das ist so ein richtiger, ja, 1:1 Lebkuchen. Ganz unspektakulär, aber wunderschön, Lebkuchen. Pink Sugar Milk von Iceflower. Oh, noch mit so einem ganz alten Label von 2017. Aber man muss sagen, Silvis Düfte halten unfassbar lange. Ja, selbst jetzt, ich rieche den noch 1A. Ja. Und das ist halt so ein typischer Pink Sugar Duft. Sehr schön. Dann von Candle Warmers Ocean Tide. Tranquil Water, Warm Sand and Tropical Flowers. Da steht ja wenigstens mal drauf, was drin ist. Und der ist schön. Den finde ich sogar sehr schön. Aquatisch, floral, süßlich. Hauptsächlich rieche ich dieses Florale, das wirklich in so eine Parfumrichtung für mich geht oder so eine Bodyspray-Richtung. Ja, der ist schön. Der gefällt mir richtig gut. Kommt so viele schöne Sachen. Ah, hier, Indemood Design, stundenlang quatschen. Den kenne ich nämlich auch noch nicht. Ja, der ist sehr schön. Ich ärgere mich, dass ich den nicht bestellt habe. Schöner Kaffeeduft, Bakery-Noten. So eine Cappuccino-Note ist es. Der ist sehr schön. Mai ist der schön. Aber ich mag Sandras Dufte sowieso auch generell sehr gerne. Der ist toll. Aber der hatte mich so ein bisschen abgeschreckt, weil der ja Foodie ist und ich nicht wusste, geht's oder geht's nicht. Ah, Wachsmacherei Westbury Tulips, den hatte ich selbst mal. Den fand ich auch schön. Ja, schon eine sehr, 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 sehr starke Tulpennote. Und dabei noch diese Raspberry-Note. Ja, aber der ist auch sehr, sehr intensiv. Also kann ich nicht beide Stücke auf einmal reinmachen. Nee, sonst falle ich ins Koma, Leute. Ist mir zu stark. Dann haben wir hier Roccos Bande. Keine Ahnung von dem. Wahrscheinlich von dem gleichen wie dieses Cool Waters. Nee, und das riecht für mich nach Klostein. Das hat so eine zitrische Note, das riecht für mich nach Toilette. Entschuldigung. Strawberry Swirl. Klingt ja auch lecker, ne? Ich muss nur mal hier durchsteigen, wie man das öffnet. Ja, der hat auch schon ein bisschen geschwitzt, der Arme. Ja, und das ist so eine schöne Erdbeer. Was heißt denn Swirl? So eine Creme ist das, glaube ich. Ja, sehr schön erdbeerig, künstlich und foodie, aber trotzdem hübscher Duft. Ich mache jetzt mal ein bisschen schneller, weil sonst werden wir heute gar nicht mehr fertig. Das Video ist nämlich schon 44 Minuten. Wohlfühlmomente. Der Duft heißt so, es ist nicht von Wohlfühlmomente. Ja, jetzt geht's gleich bestimmt los mit der Kirche. Ja, und der hat auch wieder so was stark Florales, was mir vielleicht Kopfschmerzen bereiten könnte. Leider nicht so meins. Duftmädchen Gysir Frühling. Ich kann schon wieder nicht lesen, Entschuldigung. Da weiß ich auch nicht, was es ist, aber es gefällt mir nicht. Kann ich nicht mal beschreiben, was genau das ist, was mir daran nicht gefällt. Nee.
Oh, den kenne ich und den mag ich so. Von Wachsmalerei Almond Rose. Und mit dieser kleinen echten Rose da drauf. Guckt euch das mal an. So eine kleine Rosenknospenblüte. Der ist wunderschön. Der hat auch so einen ganz starken Bodylotion-Moment. Der ist sehr intensiv. Sehr schön. Ja, und richtig nach Mandel und Rose. Ohne viel Schnickschnack. Sehr schön. Duftzauberei Schwarzwald, Fairy Garden. Ach, das Schweinchen ist auch süß, guck mal, da sind so Blüten drauf. Niedlich sieht das aus. Naja, es wird langsam lichter, aber ich sehe immer noch keinen Boden. Oh, der ist schön. Der ist so lieblich, süßlich, leicht floral, vielleicht mit Rosen. Sehr schön ist der. Der gefällt mir. Eigentlich mag ich meistens so Fairy-Tale-Düfte nicht, aber der ist richtig schön. Ich habe es gesagt, jetzt ist 12 Uhr, es geht los. Aber wir lassen uns davon gar nicht stören, ne? Sparkling Lemon and Frangipani. Wunderschön. Frangipani oder Frangipani als Blumenduft mag ich sehr. Mit diesem Sparkling Lemon sehr intensiv, sehr blumig, sehr parfümig. Riecht toll. Boah, du Schande. Was ist das für ein Riesenwelt? Krass. Ella After Drama Lama. Heißt das so? Boah, ist das ein Melk, Leute. Oh, der ist aber schon weich geworden. Der riecht interessant. Ein bisschen Foodie. Ein bisschen süßlich. Foodie süßlich. Vielleicht auch irgendwas mit Himbeere drin. Jetzt habe ich hier Wachs an meinen Fingern. Ich muss das mal kurz einmal an diesen Dingelchen hier so ein bisschen abwischen. Boah, was ein Mensch. Du Schande. Nochmal trinken. In the Mood Design, Coco Lemon. Oh, juhu, ich hab den hier drin. Der hatte mir nämlich als Düftelprobe schon ganz gut gefallen. Ja. Ich habe mich am Anfang gesagt, diese Kokosnote mag ich nicht so. Jetzt habe ich dann zu Hause nochmal, also ich bin ja generell zu Hause nochmal dran gerochen. Ja, wo soll es sonst sein? Nochmal dran gerochen und dann hat er mir sehr gut gefallen. Coco Lemon. Ja, mag ich. Kennt ihr das, wenn man manchmal Sachen zwei, dreimal riechen muss, dass man es mag? Naja. Wachsmacherei, süße Schlemmerei. Der ist schön. Ja, und der ist auch wirklich so ein Cake. Kuchig, foodie, süß. Mit so Zuckerglasur. Vanillecreme. Sehr schön. Also ich glaube, ich werde hier noch zur echten Foodnase. Oh, auf den Gott. Den wollte ich immer so gerne mal probieren. Clementine Lavender von Wachsmacherei. Ich habe den ja schon auf Instagram ein paar Mal gesehen. Und was soll ich sagen? Eine wunderschön krautige Lavendel zusammen mit so einer leicht herben, zitrischen Clementine. Es ist wunderschön. Gott, ist der schön. Der ist ganz außergewöhnlich toll. Wirklich, der ist wunderschön. Gefällt mir richtig gut, Leute. Vichy Woo. Sweet Mint and Eukalyptus. Okay, der ist doppelt eingepackt. Das heißt wohl, der ist intensiv. Ja. Kommt dieses eukalyptisch-ätherische sehr stark durch. Und auch wenn man so dran riecht, kennt ihr das, wenn diese Minze dann so schon ein bisschen wie in den Augen brennt, weil euch diese Dämpfe ins Auge ziehen. Genauso ist das gerade, aber der ist schön. Und der ist bestimmt bei der Hitze auch sehr, 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 sehr angenehm. Cool.
Witchy Woo. Dann haben wir hier Bea Passionate Kisses. Jetzt sehe ich langsam, lichtet es sich. Und der ist schön. Auch so ein floral, parfümig, süßer, leicht spritziger, schöner Duft. Also der gefällt mir sehr. Gefällt mir richtig gut. Voll schön. Ja, sehr, sehr schöner Duft. Gefällt mir. Dann haben wir hier Tangerine Dream von Wohlfühlmomente. Einfach ein ganzes Melt. So ein Rieseneis. Guck dir, ah ja, hier hinten seht ihr es. Krass. Simone, du bist verrückt. Schade, dass ich dir das Video vorab nicht bei WhatsApp schicken kann. Das ist ja interessant. Ja, schön mandarinig, zitrisch, leicht herbsüß. Sehr schön. Der ist jetzt auch perfekt für die Hitze. Perfekt. Also den finde ich sehr, sehr schön. Ach, liebe Simone, Simone. Duftlovers braune Brause. Okay, was ist braune Brause? Cola Brause. Ist braune Brause. Cool. Riecht auch interessant. Mensch, dass ich sowas überhaupt mag. Ich dachte immer, sowas bestelle ich nicht. Das mag ich eh nicht. Aber der ist auch cool. Krass. So, jetzt haben wir hier bestimmt eine Trilliarde. Wirklich eine Trilliarde Parfümproben. Wie geil. Oh, du Schande. Leute. Ist ja eine halbe Parfümerie. Sehr cool. Oh, den kenne ich, das Flower Bomb. Sehr schön. Olympia. J'adore. Tommy Hilfiger. Ich zeige euch jetzt nicht alle einzelnen Proben, weil das sind wirklich viele. Oh, das ist natürlich einer meiner liebsten Leute. Wer kennt ihn nicht? Wer liebt ihn nicht? Keiner. Oh, auf den bin ich auch mal gespannt. Auf Poison Girl. Den wollte ich auch mal testen von Dior. Krass, wie viele schöne Proben. Danke, meine Liebe. Boah. Wow. Oh, klebt ja fest. Den habe ich bestellt beim Pre-Order Restock. Da bin ich gespannt, ob der auch schön ist. Gold des Meeres. Baltis. Was? Ach, baltischer Bernstein und Nelke. Da ist ja Nelke drin. Oh je, ob ich das mag. Na? Das muss ich mal warm testen, ob ich das mag. Also die Nelke schreckt mich jetzt gar nicht so ab. So schlimm ist es nicht. Ja. Ja, den teste ich gerne mal. Aber so kann ich jetzt darüber nichts sagen. Den muss ich mal warm testen. Dann geht es weiter mit Candleberry. Gibt es Candleberry? Ist das auch wieder so ein USA-Ding? Freshwater Springs. Ich kenne auch die Meldform gar nicht. Also ich denke, das ist aus den USA. Ja, und das hat wieder so ein Kopfschmerzcharakter für mich. Das ist oft bei so Frühlingsdüften bei mir einfach. Weil da Maiglöckchen oder irgendwas drin ist, was mir zu floral ist. Er ist nicht schlecht, aber ich weiß jetzt schon, der verursacht bei mir Kopfschmerzen. Dann haben wir hier von L3 Waxy Wonders Leaves Bakery Toasted Mallow. Mellow? Bakery Bomb? Ich hab keine Ahnung, Leute. Okay, und der ist krass. Der ist wirklich sehr, sehr Bakery. Ich meine auch eine Marshmallow-Note zu riechen. Ja, riecht wirklich interessant. Muss mal testen, wie der mir warm gefällt. Dann haben wir hier Sassy Girl
Blueberry Frosted Animal Cookie. Ja, da riecht man dieses Bärige, dieses Blueberry. Und so eine leichte Keksnote, muss ich mal sehen, wie der mir warm gefällt. Aber ich denke, das sind zwei Stückchen drin, den teste ich auf jeden Fall mal. Schreckt mich nicht ab. Sugar Plum Poinsettia. Ja, der ist auch, aber der ist sehr, sehr intensiv blumig. Übrigens von Kringle Candle. Sorry, Leute. Ja, der ist auch sehr schön. Muss ich aber mal gucken, ob er mir nicht ein bisschen zu dolle wird, wenn er warm ist. Es geht immer noch weiter. Rose Girls Strawberry Mocha Cookies. Ja, und der riecht nach Kaffeekeksen. Die Strawberry-Note rieche ich gar nicht. Obwohl so ganz leicht von so ganz leicht hinten. Aber der ist auch cool. Oh, jetzt habe ich so ganz viele Kaffeedüfte und Cookie-Düfte. Ich liebe es. Ist meine Kamera schon beschlagen? Nee, sieht nur so aus. Ach du Schande. Ist das ein Riesenmild? Southbound Peanut Butter Cookie Jar. Ach du Schande, Leute. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein Riesenmeld gesehen. Und es ist abgeschnitten. Guckt euch das an. Du Schande. Boah, aber so eine wunderschöne Peanut-Note. Und dieses Gebäckige. Ja, da muss ich mal sehen, wie der warm ist. Ob mir das nicht so in so eine Maggi-Richtung geht. Habe ich gerade so festgestellt. Ich komme ja gar nicht drüber weg. Ich dachte ja schon, ich hätte hier große Melts drin, aber wow, schon wieder so ein Klopper. Oh. Ella After Santa Snacks. Krass! Ich freue mich so. Ja, und der ist schön. Der ist so ein bisschen so leicht süßlich. Bisschen minzig. Und leicht gebäckig. Krass. Alter, ein Riesenmeld. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin hier auf dem Tisch, Leute. So. Hat sie die, das mit lauter so Klopper drin. Simone! Sugar Nelty by... Keine Ahnung. Ich kann es leider nicht lesen. Es heißt Pink Frosted Cake. Auch wieder von so einem Riesending. Guckt euch das mal an. Da dürfte ich ja 5 Jahre von. Und der ist schön. Das gefällt mir richtig gut. Das ist so ein Buttercreme, Strawberry. Bisschen leicht milchiger Duft. Und schön künstlich. Also der ist toll. Der gefällt mir richtig gut. Den, ja, schön, der stoff von so eine Riesenmenge ab. Der ist sehr schön. So, jetzt muss ich hier mal buddeln, dass ich ja nichts übersehe, weil das sind alles so Riesendinger. Die kann man gar nicht übersehen. L3 Waxy Wonder Danish Animal Cookie Sticky Taffy. Oh, was runtergefallen, so schwer ist der. Ja, da muss ich mal testen, ob ich das mag, weil dieses Taffy, nein, ich weiß nicht. Oh, den hat es leider komplett, den hat es ein bisschen zerlegt hier, den seht ihr, das ist ganz sehr weich geworden. Aber es ist halt Sommer und es ist heiß. Sea Sugar Butter Me Blue. Aber ein sehr schöner Duft. Ganz, oh, schade, dass der so noch klebrig ist. Aber ich lege den einfach irgendwo ins Kalte und dann wird er ja wieder fest. Der ist schön. Und auch so eine Blaubeernote. Aber hübsch. Leute, ich räume jetzt mal den Rest hier raus. Dass ich mich hier nicht immer da so... So,
So, weil dann haben wir es nämlich. Dann haben wir es bald. Nach fast einer Stunde, wie eine Stunde Video, Leute. So ein langes Video habe ich noch nie gedreht. Hier erstmal noch so eine schöne Maske. Und das hier ist auch so eine Maske, was man sich drauf machen kann. Cool. Ich liebe ja so Gesichtszeug, ne? So. Ella After Cranberry Kelt Corn Donuts. Boah, der riecht ja krass. Total süßlich und ein bisschen herb. Entschuldigt. Diese süß-herbe ist bestimmt die Cranberry. Der gefällt mir. Der gefällt mir richtig gut. Kann ich mich totdüfteln. Das ist aber eher schon so ein Weihnachtsduft. Wow. Dann nochmal von Ella After. Luxury Vanilla. Ja, und der ist genau das, was draufsteht. So ein schöner, parfümiger Vanilleduft. Ja, sehr, sehr schön. Dann haben wir hier Wool of Plum. Heißt das Vaximo? Und das ist so ein bisschen so ein stechender Pflaumenduft. Der gefällt mir nicht so. Be Happy von In the Mood. Der ist wirklich sehr, sehr süß, sehr spritzig, sehr limonadig. Der ist auch schön bei den heißen Temperaturen. Jetzt Black Cherry von Duftzauberei Schwarzwald liebe ich, kenne ich. Und der letzte ist das Winterwunder von Duftzauberei Schwarzwald. Und der hat auch sehr, sehr starke nadelige Noten. Ein bisschen was Frisches. Ein bisschen was Minziges. Ja, auch sehr schön. Teste ich auch sehr, sehr gerne. Und Leute, wir haben es tatsächlich geschafft. Das Paket ist durch. Ich bin sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll für so ein großzügiges, wunderschönes Paket. Simone, von Herzen vielen Dank. Und ich hoffe, du freust dich auch über mein Tauschpaket. Und ich kann schon nicht mehr reden und ich bin im siebten Wachshimmel. Dankeschön, meine Süße. Ich habe mich wahnsinnig über dieses Paket gefreut und da sind so viele schöne Düfte. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst düfteln soll. Vielen, vielen Dank, meine Süße. Bis dann. Tschüss.